Hallo Martin, herzlich willkommen bei uns in der Andreasgemeinde. Erzähl doch mal, wo kommst du her? Wer bist du? Also ich bin Martin Braun, ich bin 49 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Andrea. Wir haben gemeinsam zwei Kinder. Janne ist 16 und Mathis ist 14. Und ursprünglich komme ich aus dem Schwabenland. Das wird der ein oder andere vielleicht auch hören. Ich lebe aber jetzt schon seit 1997 in Münster, in Feldra. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und habe in der Zeit dann festgestellt, dass ich eben gerne nicht nur die Geldfragen der Menschen beantworten möchte, sondern auch die Lebensfragen der Menschen beantworten will. Parallel habe ich eben schon Jungscha gemacht und habe dann, das war so ein längerer Prozess, wo ich dann eben den Eindruck hatte, Gott möchte auch, dass ich in diese Richtung gehe. Ich konnte mir das damals, als ich die Ausbildung zum Gemeindepädagogen dann angefangen habe, noch gar nicht vorstellen. Aber so im Laufe der Zeit hat sich das dann doch verändert, sodass ich dann 1997 dann in der Wichern-Gemeinde angefangen habe als Gemeindepädagoge und da jetzt auch bis zum 31. Juli noch war. Und wie sieht so dein Alltag aus? Also hier in der Gemeinde bin ich erst seit Montag, da kann man noch nicht von dem Alltag sprechen. Da lerne ich einfach so nach und nach die Sachen kennen, arbeite mich so ein bisschen ein, war jetzt schon mal unterwegs und habe die Gemeinderäume kennengelernt, habe mich im Kindergarten vorgestellt. Ansonsten ist mein Alltag zu Hause so, dass ich gerne Sport mache, also ich fahre gern Fahrrad, ich laufe gern, ich mache gerne auch Brennholz, das ist ein guter Ausgleich für mich. Und dann verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, gehe mit meiner Frau spazieren, wir machen Ausflüge zusammen. Mit meinem Sohn spiele ich total gerne Siedler. Und genau, ansonsten freue ich mich auch, wenn ich in unserem Garten bin und da ein bisschen was werkeln kann. Das ist für mich so ein guter Ausgleich. Jo, vielen Dank. Dann haben wir dich ja schon mal ein bisschen kennengelernt. Freuen uns, dass du hier bist, lerne dich dann auch vor allem persönlich kennen, wenn Corona zu Ende ist, wenn das normale Gemeindeleben wieder losgeht. Und zum Abschluss machen wir noch eine kurze Runde Entweder-Oder. Ich werde dir 6, 7 Fragen stellen, die du einfach ganz spontan beantwortest. Winter oder Sommer? Sommer. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Mit Helm oder ohne Helm? Mit Helm. Kochen oder essen gehen? Essen gehen. Altes Testament oder Neues Testament? Neues Testament. Duschen oder baden? Duschen. Drin oder draußen? Draußen. Gedruckte Bibel oder Bibel-App? Gedruckte Bibel. Und rutschen oder schaukeln? Schaukeln. Perfekt, vielen Dank.